Die Gesundheit unserer Haare kann direkt von Nährstoffen beeinflusst werden, die wir unserem Körper zuführen. In unserem heutigen Interviewausschnitt teilt der Sportwissenschaftler und Mikronährstofftherapeut Dr. Martin Kowicki sein umfassendes Wissen darüber, welche Nährstoffe essentiell für die Ernährung unserer Haarzellen sind. Martin wird uns zeigen, wie eine gezielte Zufuhr bestimmter Vitamine und Mineralien nicht nur das Haarwachstum fördern, sondern auch die Haarqualität verbessern kann. Mach dich bereit zu entdecken, wie du deine Haare von innen heraus nähren und stärken kannst und vergiss nicht, unseren Kanal hier zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Es gibt ja mittlerweile viele Vegetarier, Veganer und wo das ein bisschen kurz kommt. Und genau, aber es ist ja jetzt nicht nur in tierischen Produkten drin und wenn man darauf achtet, wird es einem natürlich auch die Haut danken, ne? Für Anti-Aging sichtbar, weil es einfach das Bindegewebe auch unterstützt, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Schön. Ja, die Nägel, die Haut, die Haare, all das profitiert davon, ne? Ja. Und das ist immer ein Gesundheitsmerkmal, wenn du feste Nägel hast, glatte Haut und eben gute Haare, ja. Ja. Und dann würde ich sagen, wir jetzt zur nächsten Nährstoffgruppe springen. Ja. Das sind die Omega-3-Fettsäuren und natürlich allgemein ist für den gesamten Körper wichtig, auch für die Haut natürlich, auch für die Haare. Und hier hat man einfach mal eine Studie gehabt, das fand ich sehr interessant. Hier hat man eine Art Fotobewertung, haben sie es genannt, das ist jetzt aus dem Englischen auch übersetzt. Sie haben es quasi einfach fotografisch genau geschaut, wie die Haare aussehen und nähere Bilder auch von der Kopfhaut gemacht und hat dann vorher und nach einer Omega-3-Supplementierung, also eine Ergänzung mit Omega-3-Fettsäuren, dann geschaut, wie sich das Ganze verändert hat. Und dann konnte man eben sehen, dass wir deutlich aktivere Haarzellen hatten, die also einen deutlich erhöhten Anteil der Haare, die eben in dieser anagenen Phase sind, also in dieser Wachstumsphase auch sind, im Vergleich zur Kontrollgruppe, also die kein Omega-3 genommen hatten. Und dass diejenigen auch einen reduzierteren telogenen Haaranteil hatten, also diese Haarphase, wo eben das Haar auch abgestoßen wird. Und das dann eben auch die Haardichte reduzieren würde dann auf kurze Sicht. Und ich finde auch die Zahlen hier sehr interessant, was die Probanden dann berichtet haben, dass das wirklich der Haarausfall sich bei fast 90% der Probanden verringert hat. Nur durch einen Nährstoff, ne? Das ist gut, Omega-3-Fettsäuren ist eine große Nährstoffgruppe, aber es ist einfach, das zu ergänzen. Ja. Der Haardurchmesser hat sich verbessert, ne? Und also die Haardicke auch und eben auch die Haardichte. Einfach auch vom subjektiven Empfinden der Probanden und eben auch von der Fotobewertung. Das sind einfach zwei tolle Ergebnisse und fand ich einfach eine schöne Studie. Das ist eine randomisiert kontrollierte Studie. Also die hat auch einen sehr, sehr hohen wissenschaftlichen Grad. Und auch da ist die einfache Schlussessenz. Schaut vielleicht mal, man kann den Omega-3-Fettsäuregehalt ganz einfach auch mit einem Bluttest mittlerweile von zu Hause auch bestimmen, kann sehen, wie gut sind die Zellen mit Omega-3 versorgt. Ne? Oder man nimmt auch einfach Omega-3-Fettsäuren, wenn man es noch nicht macht, so ungefähr 2 Gramm pro Tag und schaut dann auch einfach mal, was über 6 Monate passiert. Das ist doch ein lohnenswerter Weg und jede unserer Zellen braucht Omega-3 und dass eben auch die Zellmembranen und die Zellfunktion gut funktioniert. Ne? Das stimmt, also das ist schon ein ganz eigenes Thema nochmal, ne? Die Omega-3-Fettsäuren und und das glaube ich wird auch immer mal gerne vergessen. Ja. Und ich habe ja gesagt, ich habe auch immer mal Klienten und das fand ich die Nachricht hier mal ganz schön. Es ging auch um Thema Haarausfall. Und sie hat, zum Beispiel hatte ich ihr, ich hatte noch ein paar andere Nährstoffe gegeben, aber auch Omega-3 und Kollagen. Und sie hat dann auch einfach nur geschrieben, dass ihr Friseur ganz verwundert war, dass sie wieder so feste und schnell wachsende Haare hat. Das fand ich eine ganz süße Rückmeldung, einfach auch nur durch 2 Nährstoffe eben Bausteine zu geben und auch die Haarzellen noch zu versorgen mit eben wertvollem Omega-3. Und dann kann das manchmal schon ganz viel eben auch bewirken. Ne? Es kommt auch immer darauf an, wie gut war man denn vorher auch versorgt. Ne? Also sie hatte vorher von beiden gar nichts genommen, sich auch nicht sehr reich an Omega-3 ernährt. Und ist es natürlich auch eine schöne Möglichkeit. Ne? Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können.
Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Ja, und vor allen Dingen ist es auch eine gute Idee. Vielen Dank dafür, weil das kann man jetzt beides sehr gut einnehmen, ohne dass man genau weiß, wo man startet, wie sein Status ist, was. Ne? Man kann das einfach, das finde ich, ist ein toller Tipp zur Vorsorge, einfach ja, damit man da gut aufgestellt ist. Ne? Ja, ja. Und eben halt auch, was das Gesamtsystem positiv beeinflusst. Also genau. Ihr werdet auch ganz, ganz andere Wirkungen im Körper bemerken. Ne? Ja. Und habe ich hier einfach nochmal die Gruppe der B-Vitamine, Biotin einmal oder die Pantothensäure, Vitamin B7 oder Vitamin B5. Das Biotin sagt man auch manchmal Vitamin H, Vitamin Haare oder Haut. Das ist einfach auch so ein B-Komplex, wie man den hier in der Studie gegeben hat, also mit verschiedenen B-Vitaminen. Hm. Die meisten B-Komplexe haben sogar noch Vitamin B12 oder B9 drin, die auch wichtig sind für gesunde Haare. Dass man hier einfach auch in der Studie gesehen hat, dass sich das Wachstum der Haare verbessert hat. Also mit terminalen Kopfhaut-Haarfasern ist einfach unser Kopfhaar gemeint, dass sich das deutlich verbessert hat, dass sich der Durchmesser auch wieder verbessert hat, die Haare, und einfach die Haarfasern sich verdickt haben, dass die Biegbarkeit sich verbessert hat durch eben die Gabe von B-Vitaminen. Und das sorgt eben dafür, dass sie auch deutlich strapazierfähiger sind und viel mehr aushalten und dann auch nicht so schnell eben ausfallen. Auch das ist ja ein hoher Mehrwert eben, ja, robustes Haar zu haben, ne? Und Haare, die nicht so oft und so schnell auch ausfallen. Das hat eben auch vor allem was mit der zellulären Versorgung zu tun, der Haarzelle. Ne? Wir haben ja gesagt, die sind an die Blutgefäße angekoppelt. Über das Blut kommen, wie gesagt, dann Nährstoffe in die Zelle rein und auch zum großen Teil zum Beispiel auch mit in die Mitochondrien. Und in den Mitochondrien wiederum spielen die B-Vitamine ganz, ganz große Rolle, eben um eben auch wichtige Nährstoffe, Energienährstoffe in die Zelle, in das Mitochondrium reinzuholen und daraus dann Energie produzieren zu können. Und eben durch diese Vorprozesse begründet sich das eben auch, warum machen denn die Nährstoffe sowas, warum haben die denn so eine Wirkung? Ne? Und das ist eben speziell für die Haarzellen dann nochmal besonders, dass wir da eben die Vitamine brauchen, aber wir brauchen sie eben auch für andere zelluläre Prozesse. Ne? Natürlich auch super spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Zwischenfrage stellen darf, so ein bisschen abweichend, aber es fällt mir gerade ein. Gerne. Die meisten werden natürlich auch sagen, ja, aber ich esse doch gesund und ich esse doch abwechslungsreich. Nun ist aber, denke ich, A, in unserer Nahrung nicht mehr ganz so viel immer enthalten, dass wir alles decken. Und B, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir Phasen haben im Leben, wo wir noch einen höheren Bedarf haben davon. Ne? Ja. Und wenn jetzt jemand halt auch Kraftsportler ist, Leistungssportler oder ganz viel Stress hat, dann haben wir einfach vielleicht manchmal auch doppelt so viel Bedarf. Und dann reicht vielleicht auch eine gute Ernährung nicht aus, ne? Dass man ja das deckt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Einerseits das, was wir zuführen, aber auch das, was wir dem Körper wieder nehmen durch unser Verhalten. Ne? Und ich finde, klar, bei Haaren kommt auch oft immer das Thema Stress. Ne? Weil viele merken, wer eine stressige Phase hatte, merkt dann das auch einmal, Haarausfall beginnt oder zeitversetzt, manchmal auch erst nach 3 Monaten. Du hattest den Stressor eigentlich vor 3 Monaten, das intensive stimmt. Phase, ne, und dann kommt erst nach 3 Monaten, merkst du, ach du Scheiße, im Kamm oder ähnlich hängen viel, viel mehr Haare und du kannst es eigentlich gar nicht mehr zuordnen, warum das Ganze ist, aber mal zu überlegen, wann hatte ich denn zuletzt so einen großen Stress? Und die Ursache, wie du sagst, ist wiederum unter anderem natürlich hormonell gesehen, aber auch, weil Stress natürlich die Zellaktivität hochfährt, unser Körper ist dann extrem belastet und verbraucht einfach viel, viel mehr Nährstoffe, die da durchlaufen. Und so viel geben wir ihnen oft durch unsere Ernährungsgewohnheiten gar nicht nach. Und oft ist es so, dass wir unter Stress häufig sogar weniger essen, weil wir weniger Zeit haben. Oder dass wir schlechter essen, weil wir dann zum Fastfood greifen, weil wir eher Stress haben, keine Zeit haben, keine Nerven haben zu kochen. Und da sehen wir einfach, wie dieses Gesamtsystem zusammenhängt und sich das dann nur in dem Symptom, zum Beispiel Haarausfall, dann äußert. Oder was heißt nur? Und das finde ich auch eine spannende Frage, da einfach zu schauen, ernähre ich mich gut genug? Bekommt mein Körper wirklich nahrhafte Nahrung, also die uns Nährstoffe liefert? Ne? Das spricht frisches Obst und Gemüse. Wenn ich Tier esse, dann wirklich sehr, sehr artgerecht gehaltenes Tier. Wirklich auch nicht nur Wurst oder fettreiche tierische Nahrung, sondern auch wirklich sehr, sehr gutes tierisches Fleisch zum Beispiel oder hochwertigen Fisch. Je nachdem, wie sich halt jeder ernährt, dass eben auch die Qualität stimmt und dass das keine Massenware oder kein Fastfood ist. Ne? Und dann hat das natürlich einen riesen Einfluss auch.
Ganz klar, finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage dann auch mit, ne? Ja. Und am genauesten findet man es raus, wenn man natürlich Bluttests macht. Ich bin eh immer ein Fan, auch mal davon ein Nährstoffprofil zu machen, ne? Auch mal zu bestimmen das Ganze, wie viel Vitamine habe ich denn, wie viel Omega-3 habe ich denn, und dann eben auch das gezielt dann auch aufzufüllen. Das wäre natürlich die beste Möglichkeit, auch wohl mit dem Wissen, dass es auch nicht jeder macht, ne? Das stimmt. Und dann aber auch nochmal, ich hatte gestern auch gerade ein Interview, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, wie liegen Werte auch, ne? Dass man es dann auch richtig lesen kann. Wie Ja. vorhin, du hast ja auch angesprochen mit dem Eisenwert, das, was eigentlich dann als noch wirklich super durchgeht, ist eigentlich schon kritisch für Haarausfall, ne? Der Ja. Wert. Ja, super Beispiel, genau. Ja. Und über diese genaue Diagnostik kannst du viel genauer arbeiten. Aber ich sag mal Ja. so, die Nährstoffe, die wir jetzt hier in den Folien haben, die kannst du auch präventiv ergänzend nehmen. Also im B-Komplex bin ich eigentlich bei 90% der Leute ein Fan von, die können das nehmen. Vor allem so ein gut ausgeklügelter B-Komplex, na, mit 100% der täglichen empfohlenen Menge, finde ich einfach super. Ja, perfekt. Dankeschön. Sehr gut. Ja, und auch hier, weil wir gerade über Blutwerte gesprochen haben, hier war auch eine Studie, hier hat man einfach mal geschaut, wie sieht es aus mit zum Beispiel jetzt dem Nährstoff Zink. Hat man einfach mal eine Gruppe, hat man Gruppen verglichen, Patienten mit Haarausfall und Patienten ohne Haarausfall. Man hat einfach gesehen, dass die Patienten, die Haarausfall haben, auch signifikant niedrigere Serum-Zinkspiegel haben, also im Blutserum. Dass das einfach auch nachweisbar ist, ne? Das ist schon ein deutlicher Unterschied hier vom Gehalt. Sitzt hier Mikrogramm pro Deziliter im Blut, was einfach klar nachmessbar ist. Und dann kann ja jeder individuell auch schauen, dass man im Blut bestimmt, ob man gut versorgt ist, ne? Und wenn man dann noch so andere Symptome hat, neben Haarausfall, dass zum Beispiel auch das Immunsystem schwach ist, dass der Hormonstoffwechsel nicht so gut funktioniert, dann kann man schon noch mal überlegen, Zink zu messen. Und es ist keine teure Diagnostik, Zink mal bestimmen zu lassen, ne? Und dann Ja. einfach, wenn es dann im Mangel ist, es dann auch gezielt aufzufüllen, ne? Mit ungefähr 15 Milligramm, 25 Milligramm Zink pro Tag sind so tägliche Versorgungen, die auch ganz gut funktionieren, ne? Ja. Und das Ganze auch für andere Nährstoffe. Auch hier hat man Patienten untersucht, nicht über das Deutsch wundern, ich habe das aus dem Englischen einfach mit dem Übersetzer schnell übersetzt. Hier hat man auch einfach mal geschaut, wie sieht es denn bei anderen Nährstoffen aus? Und das ging hier um das Thema vorzeitige Haarergrauung, ne? Vorzeitiges Grauwerden. Und dann hat man auch gesehen, dass die Blutspiegel von Eisen, Kupfer und Calcium eben deutlich geringer waren im Vergleich zur Kontrollgruppe, die eben noch keine vorzeitige Haarergrauung hatten. Und dann eben auch wirklich zu schauen, auch nochmal hier die Empfehlung der Studie, eben auf Nährstoffe und Mineralstoffe zu schauen und notfalls zu supplementieren. Und das ist das, was auch Studien sagen und eben auch Erfahrungsberichte, ne, dass es einfach durchaus auch funktionieren kann, mit Nährstoffen gut zu arbeiten. Das war der heutige Interviewausschnitt mit Martin über die optimale Ernährung für unsere Haarzellen. Wir hoffen, dass du jetzt ein besseres Verständnis dafür hast, wie wichtig eine gezielte Nährstoffzufuhr für die Gesundheit und Schönheit deiner Haare ist. Wenn du mehr über die Bedeutung von Mikronährstoffen, Tipps für eine gesunde Ernährung und Strategien zur Verbesserung deiner Haargesundheit erfahren möchtest, schau dir weitere Videos auf unserem Kanal an. Abonniere uns am besten auch immer gleich, um auf dem Laufenden zu bleiben. Teile auch deine Erfahrungen zu dem heutigen Thema unten in den Kommentaren und tausche dich mit unserer Community aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.